So, willkommen zurück bei Pflanzen gegen Zombies in den Minispielen. Wir spielen heute das letzte Gefecht. Upsa. Du hast angefangen. Die Zombies sollen wir so alle abwehren. Das sind, glaube ich, alle, die insgesamt kommen. Also sollten wir uns eine gute Taktik überlegen. Ich gehe erstmal in den Laden und kaufe mir dies hier und das hier. Ja. Und die werden wir uns als nächstes holen. Den können wir uns übrigens eigentlich auch holen. Werde ich aber noch nicht machen. Ich werde es einfach mal probieren. Ob die nehmen, weiß ich nicht. Eher unwahrscheinlich. Aber okay. Was noch? Cola-Pult. Sollen wir es nehmen? Ich würde mal sagen, ja. So, und jetzt versuche ich es erstmal so zu spielen. Jetzt soll ich mir was überlegen. Vielleicht eine Reihe Cornerpulte. Die Zombies aufhalten können, weil die auch Butter schmeißen. Dann eine Reihe Melonapulte. Wasser könnte man die Katzenpflanze nehmen. Die sind auch übrigens sehr, sehr gut. Dann könnte man noch 600, 1200, 1800. Tja, ich muss auch mal überlegen, was ich nehme. 800. Oh, wow, passt genau. Ich probiere es erstmal so. Wenn es hapert, muss ich mal gucken. Ich glaube, das war schlau. Ich hoffe es mal. Weil die Katzenschwänze haben nämlich auch die Besonderheit, die treffen auch die Ballonzombies. Also die holen die auch aus der Luft. Das ist das Gute an denen. Und ich glaube, dass ich die Cornerpulte genommen habe, wegen der Butter, war gar nicht so schlecht. Ja, da war nicht genug. Durch die Hochwalnüsse kommen die nicht drüber. Also, muss ich nur gleich aufpassen mit diesen Leiterzombies, denn die können ja drüber. Wie wir wissen. Das könnte zum Problem werden. In dem Spiel kann man so viel machen. Kann man auch Geld verdienen. Jede Menge, wenn man will. Gerne Butter, Bruder. Hätte gerne Butter. Butter, Butter, Butter. Butter bei die Fische. Okay, jetzt der ist schon down. Gut. Du, da kannst du noch bitte fressen. Die 250 Sonnen gehören uns. So, jetzt müsste ich mir noch überlegen, was ich jetzt noch nehme. Man nicht so viel mitmachen. Ich denke mal, ich werde Cornerpulte nehmen und
hier zwei Schlingtange vorsetzen. Oder Schlingtanks. Keine Ahnung. Schlingtanks halt. Das heißt, wir bekommen insgesamt. Ich muss kurz überlegen. 1250 Sonnen dabei. Ich glaube, das ist richtig gerechnet. Ja, doch. Los, mach sie platt. Meine lieben Pflanzen. Oh, Geld, Geld, danke schön. Normalerweise cheate ich in den Spielen aber nicht, aber bei dem Spiel mache ich es gerne. Ganz einfach aus dem Grund, ja. Oh, ihr Lappen! Oh, zwei der Teamreiter. Toll. Da cheat ich einfach so gerne, weil, ja, kann man halt so tolle Sachen bauen. So, zum Beispiel, wir nehmen ein Level jede Menge von diesen, wie heißen die jetzt? Trippinatoren. Oder jede Menge Melona Pulte oder zwei, drei Reihen. Ja, zwei Reihen. Oder zwei, drei oder drei Reihen Maiskanonen. Könnte man auch machen. Mal gucken, ob wir es schaffen. Ich weiß nicht. Sonst lasse ich das mir nicht viel aus. Ich werde es dann offscreen. Ob ich dann 100% mache von dem Spiel, weiß ich noch nicht. Ich denke mal nicht, weil ich muss halt Abenteuer weiterspielen und ich muss dann den Jedi-Zombie haben. Und dann muss ich wieder bis Welt 5 spielen. Wäre natürlich möglich, klar. Einfach nur das mal. Ich denke, das werde ich 100% machen. Ich habe die Story jetzt einmal durchgespielt. Ich habe euch gezeigt, was danach passiert. Okay, jetzt übertreibt ihr. Hallo, bleibt mal da. Drei Stück. Wieso wieder? Drei Stück. Okay, wieder. Als wenn die Zombies mehr. Oh oh. Wie gesagt, keine Ahnung. 2 Millionen Pulte sind glaube ich zu viel. Nein, zu viel. Zu wenig. Sorry. Aber ich muss gleich die Walnüsse wieder aufwerten. Sonst kommen die da durch. Schön, wenn ihr jetzt Zähne machen könntet. Danke. Oh oh. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Zombies. Oh, und die können fressen. Oh. Das ist ein Problem. Ich hab nur eine Walnuss. Scheiße. Okay. Ich würde mal sagen, ich setze erstmal die neu. Und welche von den drei ich dann neu setze, entscheide ich gleich. Ich denke, ich habe es geschafft. Das ist keine kluge Taktik. Obwohl es vielleicht stark aussieht, ist es nicht klug.
vielleicht gehen würde, wenn ich aus diesem Melonapult ein Eis-Melonapult machen würde. Oder ich mache gar nicht Eis, sondern Feuer. Und zwar die MG-Erbse. Und dann zu Nulls. Das würde dann gehen. Wir sind ja 10 Minuten am Mitteln. Wir sind bei 3 Flaggen. Und jetzt kommt erst die vierte Flagge. Das ist blöd. Hat. Ey, mach weg. Hallo. Wo? Okay, ich hab ein Problem. Was ist blöd? Was machen wir jetzt? Wir werden ganz, ganz flott Zombies besiegen. Schon wieder alle angefressen. Mist. Zwei Flaggen noch. Und die werden hart jetzt. Vielleicht ist es doch eine gute Taktik. Vielleicht. Die Kassenschwänze, die hilft gut mit. Noch mal putzig aus. Das sind, glaube ich, die einzigen Pflanzen, die als Tier, ich sag mal, Welt. Und das ist sonst nichts, was als Tier gilt. Das, was vielleicht noch eine realistische Pflanze ist, ist der Schlingtang Seerosen. Bomben gebrochen. Am besten ein Atompilz. Sehr gut. Hey, vielleicht mal machen wir mal ein Feuer. Feuer und Sonne. Okay, ich bin bereit. 3 Eimer. Ein Leiter zum. Hier geht's kaputt. Wir spazieren jetzt durch, wir machen alles kaputt. Okay, wie geschafft? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ach gut. So, jetzt folgt, ich würde mal sagen, zum Botanik 2. Allerdings spiele ich das nicht so, denn das ist sowas von gestört, das Level. Ihr seht, schweres Geschütz. Also werde ich mir helfen mit, ich glaube mal, Eiskanone. Dann Melonapult, Katzenschwanz, Schlingtang, Hochwalnuss auf jeden Fall, Matschkürbis, Seerosenblatt. Weil die haben nämlich die gleichen Fähigkeiten wie ich, nur die sind dann gegen mich gerichtet. Also Matschkürbis macht die erste Pflanze platt, der Jalapeno zerstört eine ganze Reihe Pflanzen. Sonnenproduktion. Brauche ich auch nicht. Warum?
Obwohl, nee. Ich werde es nochmal neu. Das ist irgendwie doof. Aber was soll ich mit Sonnen? Was könnte noch gehen? Zunderholz, dann brauche ich aber irgendwas. Nee. Was nehmen wir? Schwer, schwer. Ich nehme das Cola-Pult und ich würde mal sagen Stachelkraut. Und dann einmal 50 Sonnen. First Scan. Dankeschön. Weiter zocken. Sonnenblut. Serumsblatt. 25 Sonnen. Next Scan. Perfekt. Und jetzt an die Pflanzen. Fertig. Feuer. Oh, dieser Wichser kommt. Und hier Pappnasen. Jetzt zieh euch das Zeug mal direkt vor die Nase. Quatsch. Ja, ja, schießt du euch. Voll Spacken. Vielleicht mache ich den Strich durch die Rechnung. Wie ist das schon sehen? Nein, nicht das. Was? Da fährst du mal. Gerade mal rein, sind schon halb tot, ey. Was für ein Lappen. Genau so mach ich's. Autsch, das tat weh. Aber juckt. So, ich würde mal sagen, die Reihe ist irgendwie komplett. Ey, du da, hör auf meine Pflanze zu schießen, du blöd Mann. Feuer! Komm! Oh, drei Flanken. Okay, ich bin einverstanden. Boah, ist der schnell. Oh, die meisten Kanonen sind lang. Alter Spiel. Ja, ja, renn nur mal. Viel Spaß. Okay. Oh, nein, nein. Halt. Fuck, verdammt. Oh, das bumst sogar richtig. Ey, die haben meinen Katzenschwanz kaputt gemacht. Ihr blöd Männer. Warum ist da noch keiner in die Hake getreten? What the fuck? Hey, wo bleiben die Jalapenos? Feuer sehen. Hält uns hier nach. Bam. Oh, hat er gebracht. Dann halt nochmal. Ich habe nicht mehr gemacht. Bam. Oh, wie lahm.
Geist, kein München, haben wir gar keinen Dingens hin. Keine Chance. Zu diesen. Oh, die Maiskanone braucht lange. Alter Spiel. Der Katzenschwanz erst recht. Ja, einer hat es geschafft, in die Haken zu treten. Wow. Bin stolz. Seeschlacht. Kanonen laden. Los. Danke. Los, Katzi. Lad dich auf. Kommt ihr auch nochmal durch? Ich weiß gar nicht, ob man das so schaffen würde. Feuer, Freiflug oder nee, Popcorn mache ich jetzt hier. Rechtsklick kann man das übrigens wieder wegmachen. Letzte Welle. Okay. Viel Spaß. Oh, ich hab den Ball müssen. Gut, danke. Du noch, dann ist weg. Und. Tschüssi. Geh down. Danke. Neues Minispiel freigeschaltet. Passt das letzte. Da müssen wir noch 1, 2, 3, 4 Minispiele. Und diese 4 Minispiele werden wir im nächsten Part spielen. Und dann geht's weiter mit den Rätselspielen. Da haben wir, das dauert nicht ganz so viele Parts. Also, bis dann. Ciao.